Das Heiratsexperiment Liebe im Sinn von Sat.1. Wie soll ich sagen? Ich sag mal so, es ist gescheitert, zumindest in der Zuschauergunst. Es ist wohl nicht so gut gelaufen. Allerdings sah es bis zum Schluss nach einem Happy End zwischen Isabella und Daniel aus. Und dann frage ich Sie, Isabella, möchten Sie Ihr Leben mit Daniel verbringen? Ihn so akzeptieren, wie er ist? Immer für ihn da sein, egal ob in guten oder in schlechten Zeiten? So antworten Sie mit einem Ja. Ich kann das nicht. Ich brauche mehr Zeit. Also das ist einfach, du bist ein schwieriger Fall. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich am Anfang noch so. Ich krieg dich die Däume. Und dann, du bist so ein schwieriger Fall. Ich glaube, das ist Platz 1 bis 10 der Top 10 Sätze, die du nicht vor dem Traualtar hören willst, oder? Mann, der arme Kerl, ey. Wobei, man muss auch sagen, also wer bei Liebe im Sinn mitmacht, das ist eigentlich der schwierigste Fall, ne? Also liebe Isabella, Glas aus Steine, weißt du selber. Anderes super Format beim Club der guten Laune, da hatte Joey Heindle leider auch nicht so gute Laune, denn der ist sofort wieder rausgeflogen. Das nimmt er aber gewohnt männlich und ich glaube, er wollte sagen, er verlässt das Haus mit erhobenem Haupt. Glaube ich. Ich bin verdammt stolz auf mich. Was ich alles schon geschafft habe, ja? Deswegen gehe ich mit erhobenen Händen hier raus. Also mit erhobenen Händen irgendwo raus. Das machen, glaube ich, Bankräuber. Ja, gut, die gehen mit einer Strumpfmaske und Geld, was ihnen nicht gehört, und erhobenen Händen irgendwo raus. Aber es hat erhobenen Hauptes, heißt es. Erhobenen Hauptes. So, aber geht noch weiter. Martin Semmelrogge, der war da auch wieder am Start beim Club der guten Laune. Und der wollte wohl endlich mal das Gerücht aus der Welt schaffen, er sei nur am Saufen. Ich hatte ein abenteuerliches Leben, auch ein wildes Leben. Und was ich schon lange nicht mehr mache, das ist jetzt schon, dass ich keinen Alkohol oder irgendwas zu mir nehme. Oh! Da kennt wohl einer die Tücke der doppelten Verneinung nicht. Was ich schon lange nicht mehr mache, ist, keinen Alkohol mehr zu mir zu nehmen. Donnerwetter! Schön zu sehen, dass Martin endlich mit dem Trockensein aufgehört hat. Übrigens, kein Kokain will er auch nicht mehr nehmen. Und ein Glück hat er auch mit dem Nichtrauchen aufgehört. Nee, der ist schon trocken. Keine Sorge, der ist trocken. Wobei, es gab dann noch mal eine Szene, da habe ich gedacht, hier kommen mir doch Zweifel. It's my life. Ja, oder warum haben wir den nicht zum ESC geschickt? Mal ganz ehrlich, warum haben wir den nicht zum ESC geschickt? Den letzten Platz hätte er auch geschafft. Hätte auch geschafft, ja. Was? Das war gar nicht der Club der guten Laune. Ach, das war aus der neuen Staffel Sing My Song. Ach so, gibt's da den Trailer schon? Haben wir den Trailer? Ach so, ja, dann war es mein Fehler. Entschuldigung, dann können wir uns den Trailer einmal angucken. Sing Mein Song, das Tauschkonzert. It's my life. It's my life. Voller Energie. Und voller Gefühl. Mein Fehler, mein Fehler.
Ich gucke zu viel Fernsehen, da kommt man mit den Formaten manchmal durcheinander. Ne? Es tut mir leid. Bei Kampf der Reality-Stars, da scheinen die Reality-Stars auch mit allabendlichen Frustsaufen zu vergessen. Ich mach nochmal. Bei Kampf der Reality-Stars, meine Damen und Herren, scheinen die Reality-Stars auch mit allabendlichen Frustsaufen ihr Leben vergessen zu wollen. Und hier war es sehr interessant zwischen Nina Christine und Schäfer Heinrich. Da kommt es meiner Meinung nach zum Dialog des Monats, wenn nicht sogar zum Dialog des Jahres. Chill mal dein Leben, nimm mir nicht egal, geh mal beiseite und chill mal dein Leben. Heinrich. Ja. Ich habe zu viel Alkohol getrunken gestern, mir geht's ganz schlecht heute. Oh. Ja. Gut, viele Menschen, die seit über 20 Jahren verheiratet sind, wünschen sich so einen Dialog, muss man auch dazu sagen. Es ist ein sehr, sehr schmaler Grat, ne, zwischen Trash-TV und Poesie. Ja, sehr schade. Sehr schade natürlich, dass das keiner gesehen hat, denn es lief ja auf RTL 2 und RTL 2 ist kein Fernsehen. Ne? Was ist RTL 2? Kein Fernsehen! So sieht's aus. Dankeschön. Ja. Mir geht's übrigens so, nach so viel Alkoholgelaber, ich habe da so ein bisschen Bock auf was Salziges. Wem geht's noch so? Wer hat Lust auf einen Döner? Hat irgendjemand Lust auf einen Döner? Du hast Lust auf einen Döner? Ja? Was? Hast du? Oder brauchst du noch was anderes? Was willst du haben? Du willst eine Uhr? Besorge ich dir. Das ist ein Fall für... Dönermann! Yüksel, alter Freund. Hallo. Ich brauche eine Uhr. Natürlich. Hast du? Ja, habe ich. Perfekt. Geht da sowas? Wunderbar. Schöner hätte ich sie mir nicht vorstellen können. Gib einer mir. Bitte. Ja, sicher. Das machen wir doch. Hier. Also wenn das nicht eine schöne Uhr ist. Ja, und das macht alles Dönermann für dich. Deine Uhr. Dönermann, guter Freund von mir. Ja. Aber bitte immer dran denken, die wahre Identität von Dönermann, die muss geheim bleiben. Ich verlasse mich da auf euch. Ja. Die Uhr ist übrigens knapp über 1.000 Euro wert.